Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Back-to-Uni-Video von mir. Mein Name ist Vanessa, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Innsbruck und studiere hier auch Wirtschaftswissenschaften und jetzt komme ich ins vierte Semester. Ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich habe davor, also ich bin in ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen, habe dort auch 2017 die Matura gemacht, wollte eigentlich Medizin studieren, habe dann den Medizineraufnahmetest gemacht. Den kann man nämlich, also hier in Österreich ist das ein bisschen anders, das ist nicht mit dem Numerus Clausus wie in Deutschland, sondern zu manchen Studiengängen kommt man einfach so oder so rein, also da wird nicht mal so das Matura-Zeugnis richtig angeschaut. Und in manchen Studiengängen, wie zum Beispiel Psychologie oder Medizin, braucht man einen Aufnahmetest. Da sind immer jedes Jahr sehr, sehr viele Leute, die da mitmachen und auch in das Medizinstudium reinkommen wollen. Und genau, ich habe das damals nicht geschafft. Und als Alternative habe ich mir gedacht, ich studiere Chemie. Habe dann Chemie eben angefangen. Ursprünglicher Plan wäre gewesen, einfach ein Jahr und danach wieder den Aufnahmetest zu probieren. Aber ja, in diesem Jahr habe ich gemerkt, dass Medizin eigentlich nicht das Richtige für mich ist. Und ja, dann war ich so ein bisschen planlos und habe mir gedacht, ich bleibe einfach bei Chemie. Chemie ist eigentlich das Letzte, was ich immer studieren wollte. Aber aus meiner Verzweiflung oder aus meiner Planlosigkeit bin ich dann bei Chemie geblieben und habe dann noch ein weiteres Jahr Chemie studiert, bis ich dann endlich wirklich begriffen habe, dass Chemie eigentlich nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Ich habe schon mal ein eigenes Studiumsabbruch-Video gedreht. Ihr könnt da mega gerne mal nachschauen. Da habe ich euch meine Gedanken erzählt, wieso ich das gelassen habe und wieso es mir so schwer gefallen ist und wie es mir jetzt geht, nachdem ich wirklich mein Studium abgebrochen habe. Ich wollte euch ganz kurz diese Vorgeschichte erzählen, weil ich habe schon bei den Fragen nachgeschaut und das sind ein paar Fragen, wo es auch um Chemie geht und deswegen dachte ich mir, ich kläre das gleich am Anfang. Aber eben sonst habe ich alle Fragen, also ich habe ein bisschen überflogen, aber sonst wird es wieder ein spontanes Q&A. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, worum es überhaupt in dem Video geht. Es kommt ein Uni-Q&A. Das soll dafür da sein, dass alle Elsies, die sich jetzt auf meinem Kanal befinden, dass die so ein bisschen die Fragen beantwortet bekommen, die im Kopf herumschwirren und auch die, die schon studieren, vielleicht sich trotzdem ein paar Sachen abholen können oder dass man einfach so über die Uni redet und eure Fragen beantwortet. Deswegen würde ich sagen, ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt und das habt ihr gemacht. Und da werde ich jetzt einfach durchschauen und ein paar beantworten. Deswegen, es kann sein, dass es ein längeres Video wird, kann sein, dass es kein längeres Video wird, aber holt euch auf jeden Fall was zum Trinken, Snacks und dann geht's los. Lohnt es sich, das Studium durchzuziehen, wenn es keinen großen Spaß macht, aber man tolle Berufe, die einem Spaß machen würde, ausüben könnte nach dem Studium? Okay, also du befindest dich gerade in der Situation, dass dir das Studium keinen Spaß macht, aber du kannst dir den Beruf danach sehr gut vorstellen. Dann würde ich sagen, das Studium, das ist ja eigentlich nur eine kurze Dauer. Also das Bachelorstudium geht ja im Mindeststudiendauer 3 Jahre meistens. Und keine Ahnung, man braucht halt vielleicht auch mal ein bisschen länger oder so, aber das ist wirklich eine absehbare Zeit. Wenn du wirklich einen Beruf danach im Kopf hast für dich, der dir wirklich mega viel Spaß macht und du dich auch schon darauf freust, dann würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das Studium durchzuziehen, weil wenn du schon eine genaue Vorstellung und ein Ziel im Kopf hast und einfach nur das Studium dir keinen Spaß macht, dann lohnt es sich, weil du arbeitest ja nicht auf das Studium drauf hin, sondern du arbeitest danach auf deinen Beruf drauf hin. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das Studium durchzuziehen. Aber du kannst, also manchmal hat man ja auch sowas im Kopf, also manchmal hat man eine bestimmte Vorstellung im Kopf und vielleicht kann das ja auch sein, dass die Vorstellung, die du im Kopf von dem Beruf hast, gar nicht der Realität entspricht. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, vielleicht ein Praktikum zu machen bei der Arbeitsstelle, wo du dann später gerne mal wärst. Oder einfach mit Leuten sprichst, die diesen Beruf schon ausüben und einfach mal nachfragst, wie deren Tag so aussieht oder wie deren Ablauf so aussieht, wie es denen so geht, ob sie sich das so vorgestellt hätten. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig, weil nicht, dass du dann am Schluss enttäuscht bist und deine Entscheidung bereust quasi, weil ich weiß jetzt nicht, was du studierst, also du hast es nicht dazu geschrieben, aber wenn du vielleicht im Beruf dann die gleichen Dinge machen musst wie im Studium, dann macht es dich vielleicht auf Dauer auch nicht so glücklich, wenn dir das Studium jetzt gar keinen Spaß macht. Aber eben, das kommt halt wirklich extrem auf die Situation drauf an. Wie lange schläfst du ungefähr immer? Beziehungsweise, was ist deiner Meinung nach gesund? Da hat, glaube ich, jeder Mensch seine eigene Routine. Ich weiß, man sieht überall, auch auf meinem Kanal, immer die 5 Uhr Morgenroutine, die 6 Uhr Morgenroutine.
Und das ist aber wirklich nur so, weil ich einfach ein extremer Morgenmensch bin. Ich bin in der Früh so viel motivierter und produktiver wie am Abend. Leute, ab 5 Uhr ist bei mir Schluss. Da kann ich nichts mehr in meinen Kopf reinbringen. Das ist einfach, weil das meine Persönlichkeit ist oder halt mein Rhythmus. Wenn du aber ein Abendmensch bist und du merkst, am Abend bist du viel produktiver wie in der Früh, dann bringt es dir nichts, wenn du um 6 Uhr aufstehst und um 10 Uhr schlafen gehst, weil dann verpasst du quasi deine produktive Zeit. Das heißt, lasst euch da nichts einreden, auch nicht von mir oder nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt zum Beispiel früh aufstehe und ihr euch denkt, ihr müsst auch früh aufstehen, um einen gesunden Rhythmus zu haben, so ist das auf keinen Fall. Jetzt auf TikTok und überall ist ja auch gerade Dead Girl Trend, also dass man versucht, Dead Girl zu bekommen, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Das ist quasi ein Mädchen, also nach seinen Vorstellungen. Das Mädchen ist quasi man selbst und man versucht, die beste Version seiner selbst zu werden. Und da ist halt mega oft auch so früh aufstehen und gleich Sport zu machen und so weiter. Und das ist auch wirklich so der Rhythmus, der mir auch passt, aber eben der ist nicht für jeden da. Deswegen würde ich auch sagen, es gibt nicht den einen Rhythmus, der gesund ist. Es kann auch sein, dass du mega gut bis 1 Uhr in der Früh wach bleiben kannst und dann halt einfach so bis 9 Uhr schlafen musst oder so. Und das ist gar nicht verwerflich. Also finde einfach für dich den richtigen Rhythmus. Versucht immer genügend Schlaf zu bekommen. Also so 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht ist wirklich extrem wichtig und setzt da wirklich Schlaf als Priorität an und nicht, wenn ihr jetzt um 2 Uhr schlafen geht, weil ihr einfach nicht früher einschlaft und dann um 6 Uhr aufzustehen, das macht gar keinen Sinn und das ist jetzt zum Beispiel ungesund. Das würde ich jetzt als ungesund sagen. Tipps allgemein für Erstsemestler, für ein Semester in Präsenz, aber auch online. Leute, da fragt ihr genau die richtige Person, weil ich hatte schon ein Erstsemester als in Präsenz in Chemie und ich hatte auch ein Erstsemester online in Wirtschaft. Für alle, die das nicht wussten, in Wirtschaftswissenschaften war ich genau eine Woche. Die erste Woche war ich dort Präsenz und dann nur noch online. Aber in Chemie habe ich nur Präsenz studiert. Also es ist natürlich 100-mal einfacher, Präsenzfreunde zu finden, weil online ist das Ganze schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Vor allem jetzt, also als ich angefangen habe, gab es da auch nichts so Gruppen, so Online-Gruppen, Freunde finden oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt zustande kommt, weil das ja jetzt doch schon das 4. Semester, glaube ich, online wäre. Und die jetzt vielleicht studieren anfangen, vielleicht gibt es da so Online-Seminare für Erstsemestrige. Das würde ich eigentlich mega cool finden. Also Freunde zu finden ist mega wichtig im Studium, finde ich. Es macht 100-mal mehr Spaß, mit Leuten zusammen zu studieren und sich abzusprechen und einfach, dass man jemanden hat, mit dem man immer schreiben kann. Seid da einfach offen. Ich bin auch jemand, ich gehe nicht so gerne auf Leute zu oder ich bin halt eher so, ich würde es nicht sagen schüchtern, weil das würde ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so betiteln, aber es fällt mir einfach nicht so einfach. Letztes Jahr im März habe ich angefangen und da war ich, also die erste Woche, da wusste ich ja nicht, was alles auf mich zukommen wird. Und da war ich wirklich extrem offen. Ich habe Leute auch angesprochen und habe mit Leuten geschrieben oder habe gleich Nummern ausgetauscht, die mir sympathisch vorgekommen sind. Versucht da einfach wirklich offen zu sein, keine Hemmungen zu haben. Weil ihr müsst euch denken, alle Erstsemestrigen kommen jetzt von der Schule ins Studium rein. Jeder ist unbeholfen. Die wenigsten haben wirklich richtig Freunde schon gefunden. Deswegen jeder sucht irgendwie Leute, mit denen er reden kann und so. Alle sitzen quasi im selben Boot. Deswegen versucht mal eure ganzen Hemmungen, Ängste und Zweifel beiseite zu schieben und seid einfach offen für Kommunikation und geht auf Leute zu und dann findet man auch echt schnell Anschluss. In Chemie hatte ich eigentlich echt schnell Anschluss. Wir hatten dann so eine kleine Gruppe, mit denen habe ich auch immer noch teilweise Kontakt und jetzt, wo ich online studiere, habe ich auch ein paar Leute, mit denen ich immer schreibe. Die habe ich noch nie in Präsenz gesehen. Das ist irgendwie auch richtig komisch, aber ich würde schon sagen, dass das richtig gute Freunde geworden sind. Also man erzählt sich doch ein paar Sachen und datet sich so wöchentlich ab. Aber ja, online ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich bei Gruppenarbeiten dann Leute, die mir sympathisch waren, einfach mit denen habe ich dann privat ein bisschen geschrieben und so ist es dann entstanden irgendwie. Also ich habe auch mega versucht, dass ich den Kontakt suche und dass ja, ich so ein bisschen Initiative ergreife. Und genau, das ist so mein Tipp. Also seid mutig und sprecht Leute an. Wie kommt man am leichtesten an Altklausuren?
Da gibt es eine Internetseite, die heißt Study Drive. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ob eure Uni und euer Studiengang da irgendwie aktiv ist, weil zum Beispiel, als ich Chemie studiert habe, hat es das auf Study Drive gar nicht gegeben. Da gab es eine eigene Internetseite, die heißt Die Chemica. Da gibt es dann die ganzen Altklausuren und Zusammenfassungen und so. Und in Wirtschaftswissenschaften schaue ich immer bei Study Drive vorbei, ob es da Altklausuren gibt, die ich irgendwie üben kann oder Zusammenfassungen und so. Das ist wirklich richtig hilfreich, aber falls es das an deiner Uni nicht gibt, dann frag auf jeden Fall mal Elbsemestrige und die wissen das auf jeden Fall. Also da ist eben auch jede Uni, glaube ich, unterschiedlich, aber der erste Anhaltspunkt ist mal Study Drive. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wie weiß man am besten, ob man bei einer Vorlesung mitschreiben sollte, was man lernen sollte, etc.? Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass wirklich jede Vorlesung anders ist. Also wenn das eine Konzept gut bei der einen Vorlesung gegangen ist, dann muss es nicht heißen, dass das gleiche Konzept bei der Vorlesung geht. Wenn ihr eine Vorlesung startet, schaut auf jeden Fall mal davor vorbei bei Study Drive und schaut ein bisschen, ob es gute Zusammenfassungen gibt, was die Leute so schreiben, weil es gibt ja auch so einen Chat und da oder einen so eine Diskussion heißt das, glaube ich. Und da sieht man so, was die anderen Studenten sagen, ob das jetzt, oder man kann da auch selber Fragen stellen. Und manches Mal bringt eigentlich eine Vorlesung nicht so viel für die Prüfung jetzt, weil es gibt auch Professoren, die beispielsweise nur irgendwie von PowerPoints ablesen und da bringt es dann irgendwie auch nicht so viel, wenn man dann wirklich, manchmal bringt es auch mehr, wenn man Vorlesungen so alleine durcharbeitet und gar nicht so bei der Vorlesung richtig mitschreibt, aber dann gibt es Vorlesungen, da ist es mega wichtig, auch alles mitzuschreiben, was der Professor sagt und da würde ich eben einfach auch altsemestrige fragen oder euch mal davor die Prüfungen anzuschauen und die dann mit dem Stoff zu vergleichen. Das ist eigentlich so ein ganz guter Tipp, dass man einfach davor schon ein bisschen Recherche macht, weil das kann einem dann im Nachhinein ein bisschen helfen, wenn man schon davor schaut, okay, wie muss ich mitschreiben, wie präsent muss ich in der Vorlesung sein, muss ich da extrem gut aufpassen oder reicht es, wenn ich dann einfach für mich selbst nochmal den Stoff lerne, da ist wirklich alles unterschiedlich. Findest du jetzt Vivi viel einfacher, weniger Aufwand als Chemie vorher? Würde mich interessieren. Chemie und Vivi kann man von vorne bis hinten nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Welt. Mir gefällt das Konzept von Vivi 100-mal besser, also gerade der Studienaufbau, wie das Ganze aufgebaut ist. In Vivi hat man Module. Jedes Modul besteht aus einem Pro-Seminar und einer Vorlesung. In der Vorlesung, das ist eigentlich eine typische Vorlesung, wie man sie kennt, der Professor steht vorne und trägt eben den Stoff vor. Und das Pro-Seminar, da ist man in kleinen Gruppen eingeteilt und man bekommt manchmal Hausaufgaben, manchmal kleine Tests. Und da arbeitet man eigentlich mit den Sachen von der Vorlesung manchmal unterscheidet sich auch ein bisschen der Stoff. Aber man ist viel mehr in dem Thema drinnen, hat schon einen ganz anderen Plan und einen ganz anderen Überblick über das Stoffgebiet und das hilft extrem irgendwie das Ganze besser zu verstehen und in Chemie ist das Ganze, ich muss ehrlich sagen, also man wird wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich, also in Chemie gibt es einfach Vorlesungen und es gibt Praktika. Die Praktika, die finden an der Uni selber statt, da steht man im Labor. Und für die Praktika braucht man immer gewisse Vorlesungen als Voraussetzung. Und es war wirklich teilweise so, da hat mir eine Vorlesung gefehlt und dann verliert man ein Jahr quasi. Weil die Praktika, die finden nur im jährlichen Rhythmus statt und dann verliert man gleich ein Jahr. Und ja, ich muss sagen, in Chemie ist es auch teilweise so, dass man einfach alt Fragen lernt und gar nicht so richtig einen Plan hat, gar nicht so richtig einen Überblick über das Stoffgebiet und so. Okay, das ist eigentlich gar nicht die Frage gewesen, aber ich wollte jetzt gerade nochmal so die Hauptunterschiede aufzählen. Also für mich war das Chemiestudium so in dem Sinne schwer, weil ich mich so alleine gefühlt habe oder halt nicht so ganz unterstützt vor der Uni. Und und weil halt das Interesse auch gefehlt hat, das ist natürlich klar, wenn man extrem interessiert ist an Chemie, dann fällt es einem, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Und Vivi ist aber vom Zeitaufwand her, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weniger als Chemie, weil in Vivi muss man ständig irgendwelche Seminararbeiten schreiben oder auf Prüfungen lernen, auf kleine. Und in Chemie war das eher so, dass man
lange nichts zu tun hatte und dann auf einmal viele Prüfungen kamen und dann hat man wieder lange nichts zu tun, weil man eben kein Pro-Seminarsystem hat. Deswegen würde ich jetzt vom Zeitaufwand sagen, ist vielleicht sogar Vivi ein bisschen intensiver oder vielleicht auch für mich, weil ich dann irgendwann nicht mehr so viel gemacht habe in Chemie. Das kann natürlich auch sein. Aber genau, vom Schwierigkeitsgrad her ist für mich halt einfach Chemie schwieriger gewesen, weil das Interesse halt gefehlt hat. Lernst du auch schon ein bisschen parallel zu Vorlesungen oder erst zu den Klausurterminen? Also ich würde jetzt am liebsten beantworten, dass ich schon parallel immer lerne. Und ich nehme es mir auch eigentlich immer vor, aber irgendwann mal hat man dann so einen Haufen Berg an Aufgaben, dass ich dann gar nicht mehr so dazu komme, wirklich parallel dann auch noch zu lernen. Deswegen bin ich hin und wieder der Mensch, der so dann gegen Ende richtig intensiv lernen anfängt. Ich versuche das dieses Semester mal anders zu machen, das sage ich jedes Semester. Aber ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Dadurch, dass man eben immer diese Übungen hat in den Pro-Seminaren, hat man eigentlich schon eine Ahnung, worum es geht und bekommt auch echt mega viel mit. Und das ist auch richtig hilfreich eigentlich. Was hast du in den letzten Jahren als Studentin gelernt? Was hättest du gerne früher gewusst? Was ich gerne früher gewusst hätte, dass Altfragen wirklich extrem wichtig sind. Schaut euch Altfragen an, bevor ihr eine Prüfung schreibt, weil da erst erfährt man so richtig, wie man drauf lernen muss. Dann, was hätte ich früher gewusst? Ja, wenn man sich unwohl fühlt in einem Studium oder so ein Bauchgefühl hat, dass das nicht das Richtige ist und man aber einfach Angst hat, irgendwie jetzt wieder was Neues anzufangen, dann bitte fang was Neues an, weil ein Studium, wie gesagt, dauert 3 Jahre und wenn man jetzt mit 25, 27, keine Ahnung wann, nochmal ein 3-jähriges Studium anfängt und dann aber wirklich was hat, was einen fürs Leben Freude bereitet, dann sollte man auf jeden Fall den Weg gehen und das ist das, was ich gelernt habe. Ich weiß es nicht, als Studentin, eher als Mensch habe ich das gelernt, weil für mich war das echt schwierig, damals Chemie hinter mir zu lassen. Viel anderes fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so ein. Hast du lange gebraucht, um für dich die perfekte Routine zu finden? Ich habe auch richtig oft den Kommentar gelesen oder auch unter einem von den letzten Videos. Ich lese, by the way, immer alle Kommentare. Hin und wieder vergesse ich, drauf zu antworten, aber ich habe immer alles im Blick, dass ich einer der organisiertesten Menschen bin, die man kennt oder so. Und ich habe generell immer so das Gefühl, dass Leute denken, dass ich alles immer so im Überblick habe und alles immer so mega gut organisiert und so. Aber ich kann euch sagen, ich bin auch manchmal einfach planlos und stehe auch manchmal einfach auf ohne Routine und habe auch nicht immer die perfekte Routine. Also das möchte ich einfach mal sagen. Und ich glaube, das ist auch menschlich, dass man einfach mal Tage hat, wo man keine Routine hat, wo man einfach das macht, wo man einfach so intuitiv das macht, was einem gerade so passt und so. Aber ja, meine sonstige Routine ist es, früh aufzustehen, so um 6 Uhr oder auch früher. Und dann gehe ich auch mega gerne ins Fitnessstudio oder setze mich zum Schreibtisch und mache einfach da dann meine ganzen Uni-Sachen, weil ich da einfach dann produktiv sein kann. Nachmittag mache ich dann gerne was für YouTube oder Instagram, weil das mir einfach mega Spaß macht und ich das auch nicht vernachlässigen möchte. Und dann treffe ich mich eben mit Freunden oder mit Jakob mache ich dann was. Ich finde, es muss immer so jeder Lebensbereich so ein bisschen, also für einen perfekten Tag, finde ich, muss so jeder Lebensbereich so abgehakt sein. So Sport, Ausbildung, Job, keine Ahnung, oder einfach sowas, wo man Geld verdient oder Hobby eben auch oder auch das Soziale wie Familie treffen und so. Das ist für mich so der perfekte Tag, wo ich alles so drinnen habe, wo ich wirklich, dann bin ich glücklich. Wenn ich alles so gemacht habe und so, dann, das ist für mich so die perfekte Routine, muss ich sagen. Tipps für Motivationstiefs. Die Frage beantworte ich auch sehr oft und ich muss auch echt sagen, wenn ich in meine DMs schaue, dass da wirklich die meisten Leute zu mir kommen und mich fragen, was sie gegen Motivationstiefs machen können und ob ich Tipps habe und sie schaffen es sich nicht irgendwie aufzuraffen und so. Und ich finde es dann immer richtig schwierig, da so richtig Tipps zu geben, weil das ist auch was, was wirklich extrem situationsabhängig ist. Wenn du ein Motivationstief hast in deinem Studium und merkst, du kannst dich für nichts aufraffen, und du hast keine Lust auf Prüfungen, du hast keine Lust auf Vorlesungen und kannst dir eigentlich gar nichts vorstellen in dem Studium, dann würde ich sagen, dann ist das Studium nicht das Richtige für dich.
Aber wenn jetzt zum Beispiel es dir mental einfach nicht gut geht und du andere Lasten mit dir mitschleppst und das der Grund ist, wieso du gerade Motivationstiefs hast, dann würde ich dir sagen, dann mach einen Gang zurück, schau, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass es dir mental gut geht und dann arbeite daran und dann schau, dass du wieder in Gang kommst mit der Uni. Eben, es gibt ganz, ganz viele Arten von Motivationstiefs, weil ich finde, hin und wieder kann man ein Motivationstief haben und hin und wieder kann das auch mehrere Tage andauern. Das ist auch ganz normal. Ich meine, wir sind keine Maschinen. Wir können auch nicht immer 100% geben und deswegen ist es auch ganz normal, dass man vielleicht einfach mal seinen Tank wieder auffüllen muss. Allgemeine Tipps für Motivationstiefe. Die Leute, die meine Videos immer anschauen, die können das auch gar nicht mehr hören, aber ich möchte trotzdem wirklich meine Tipps geben und mein Tipp ist es, finde ein Warum und das Warum muss so groß sein oder muss so in dir ein Feuer auslösen, dass du alles dafür geben würdest, das Warum zu erreichen. Und mit Warum meine ich ein Ziel, das du anstrebst. Wenn du jetzt ein Studium machst oder gerade in die Schule gehst oder so, dann mach das nicht einfach, damit du es gemacht hast, sondern mach's, weil du irgendwas erreichen möchtest, weil du schon vor deinen Augen siehst, was du dann irgendwann mal später machen wirst damit. Und dann findest du auch in den schwierigsten Motivationstiefen wieder Antrieb und kannst mit Disziplin das Ganze erledigen, weil ich bin auch nicht immer motiviert und ich bin auch nicht immer richtig happy, jetzt viel Uni-Zeug machen zu müssen, aber mich treibt einfach das Warum an. Das ist so der Haupttipp, den ich euch geben kann. Nehmt euch mal einen Stift und ein Blatt und dann schreibt hin, wie ihr euch später vorstellt oder was für euch so das Ziel im Leben ist, wo ihr später mal hin möchtet. Und dann schau, ob ihr gerade auf dem Weg seid, wo ihr damit hinkommt mit eurem Studium. Und genau. Aber eben, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Motivationstiefe. Und wenn ich euch jetzt sage, ihr sollt das und das machen, aber ihr gerade irgendwie mentale Probleme habt oder so, dann hilft euch das einfach nicht. Deswegen findet erstmal den Punkt, der gerade irgendwie nicht so stimmt. Weil wenn man ein Motivationstief hat, dann ist gerade irgendwas, was einen gerade vielleicht ein bisschen runterzieht oder unglücklich macht. Dann letzte Frage. Hat mich jemand gefragt, warum dieser Studiengang? Also ich glaube, das ist eine Frage an mich, wieso ich Wirtschaftswissenschaften studiere. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir überlegt, als ich angefangen habe, dann Chemie abzubrechen und dann dachte ich mir, okay, was mache ich mit meinem Leben? Wo möchte ich hin? Und was möchte ich erreichen? Und ich war immer jemand, ich habe richtig klein gedacht. Ich habe immer gedacht, so, ich werde mal irgendwo angestellt sein, für jemanden arbeiten. Und ich habe immer richtig mini gedacht. Ich habe mir immer gedacht, ich habe mir das selbst nie zugetraut. Und dann bei Chemie kam so ein Switch, da kam so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mein Leben. Andere haben große Sachen erreicht, wieso sollte ich nicht große Sachen erreichen? Und wenn ich nicht große Sachen erreiche, dann ist es auch vollkommen okay, weil es ist mein Leben und es sollte nur mich was angehen und ich muss niemandem in der Welt was beweisen. Aber ich habe mal richtig in mich reingehört und ich habe gemerkt, der Akku war gerade wieder leer, also falls sich gerade was geändert hat, dann ist es deswegen. Ich habe eben damals gemerkt, ich habe nämlich damals auch wo gearbeitet, wo ich angestellt war und ich habe gemerkt, das ist absolut nicht mein Ding. Ich möchte irgendwann mein eigener Boss sein, ich möchte mich nicht von jemandem runterdrücken lassen, ich möchte mich entfalten, ich möchte meine Leidenschaft nachgehen, ich möchte das machen, was mir am meisten Spaß macht. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte irgendwann mal selbstständig sein und habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften entschieden, weil man eben danach gut selbstständig sein kann, weil man da alle Basics lernt und ich werde auch auf jeden Fall den Master machen, weil die Frage kam auch oft. Ich weiß noch nicht, was genau, ich weiß schon ungefähr die Richtung, aber genau, deswegen dieser Studiengang, weil ich dadurch eben die ganzen Basics lerne und die ganzen Sachen und alles mal so weiß, was es in der Wirtschaftswelt so abgeht und ich hatte ja davor gar keinen Plan von Wirtschaft. Ich war in einer naturwissenschaftlichen Schule, hatte immer schon was mit Naturwissenschaften zu tun und ich möchte damit niemandem was beweisen, außer mir selbst, weil ich habe nur dieses Leben und ich nehme diese Chance wahr und versuche
dorthin zu kommen, wo ich am liebsten wäre. Weil was habe ich zu verlieren? Also ich habe nichts zu verlieren. Wenn ich es nicht versuchen würde, dann hätte ich was verloren, finde ich. Und genau, das ist mein Gedanke und das ist so der Gedankengang, wo ich mich befunden habe oder immer noch befinde. Das Video ist jetzt echt richtig lang geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich so ein bisschen mit euch gequatscht habe. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben, wenn es euch nicht so gut geht. Falls ich mal nicht antworte, dann bitte schreibt nochmal nach. Weil manchmal übersehe ich Sachen oder manchmal lese ich Sachen und denke mir, ich antworte dann, wenn ich gut kann. Weil wenn ich lange Nachrichten bekomme, dann möchte ich nicht so zwischen Tür und Angel antworten. Und dann vergesse ich es aber auch und dann denke ich mir so, ja, also dann schreibt mir auf jeden Fall nochmal. Und genau, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bye.